Mein Name ist Karl Friedrich Schröder. Ich bin Truppführer beim Kampf- und Beseitigungsdienst Westfalen-Lippe der Bezirksregierung Arnsberg. Das war extrem schwierig heute. Der Zünder war gestaucht. Wir mussten eine Stunde hart arbeiten. Aber hat er doch noch geklappt. Warum hat das so lange gedauert? Weil der Zünder gestaucht war. Das ist eine ganz enge Passung. Und der Zünder hat richtig eingekriegt. Deshalb, und dann waren da noch zwei Zünder. Deswegen haben wir so lange gebraucht. Ist das normal? Nee, so in der Form nicht. Was ist das für eine Bombe? Ja, das ist eine 10-Zentner-Bombe mit extrem seltenen Zündern. Das sind empfindliche, sprengkräftige Zünder. Deswegen habe ich die auch nicht in die Kamera gehalten. Aber die haben wir in diesem Bereich äußerst vielleicht mal alle 10 Jahre mal eine Bombe mit den Zündern. Sie sagten gerade, das ist eine Navy-Bombe, die gehört hier gar nicht hin. Was ja, bedeutet die, das? Die war für andere Einsatzzwecke bestimmt. Die gibt es zum Beispiel auch mit hydrostatischen Zündern. Ja, und die wirken auf Wasserdruck. Von Zünder war zwar jetzt nicht drin, aber dafür sind die gebaut. Was denkt man in so einem Moment, wenn man da steht und eine Bombe entschärft? Ja, so weiß ich nicht mehr, was ich da gedacht habe. Nicht viel. Man ist stark beschäftigt und hat da keine Zeit, sich um andere Dinge zu kümmern. Man ist da sehr konzentriert. Ja, da kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Aber Erleichterung ist eben. Ja, klar. Man hat ja einen unheimlichen Druck. Ne? Die Leute wollen ja wieder verreisen. Hat schon lange genug gedauert und jetzt brauche ich auch noch so lange. Ja? Aber das lässt sich nicht vermeiden. Wie lange haben Sie gebraucht? Über eine Stunde. Deswegen nicht so lange, eine halbe Stunde dann noch an der Sperre. Alles klar, danke. Jetzt bin ich nach Osnabrück. Ja, gute Reise. Ja. Wie lange haben Sie gewartet heute? Ich habe im Radio gehört. Ich habe jetzt eine halbe Stunde gewartet. Okay, gute Reise. Wo geht's hin? Ja. Oh.